Und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Ich bin's, die Pamela, und nehme euch heute mit zu meinem privaten Adventskalender-Unboxing. Heute ist der 1. Dezember. Ich freue mich schon riesig drauf. Ich habe hier insgesamt 10 Adventskalender von auch hochwertigen Marken, aber auch günstigere sind dabei. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Als erste habe ich einen Do-It-Yourself-Adventskalender von Essence. Da habe ich nicht den ganzen mitgenommen. Und schau da mal rein. Und hier habe ich Wimpern. Wimpern von Essence. Ich bin jetzt nicht so der Wimpern-Fan, aber vielleicht teste ich sie mal aus. So, das nächste ist der Catrice-Adventskalender. Machen wir auch mal die 1 auf. Und da haben wir einen Catrice Cosmetics Brow Comp Pro Micro Pen in Braun. Hat so eine gewellte Spitze und damit kann man sich die Augenbrauen besser machen. So, ich ziehe euch jetzt aber ein bisschen näher ran. Ich wollte euch ja nur mal die ganzen Adventskalender zeigen, dass man die Produkte auch besser sieht. So, jetzt seid ihr ein bisschen näher an mir dran. So, jetzt werden wir gleich einmal das nächste Türchen aufmachen. Den können wir schon mal wegstellen. So, als nächstes habe ich hier den Essence. Der kommt in so Schubladen. Und sehe auch gleich die Nummer 1. Ah, wie cool. Das ist ein Luminous Blush. Wunderschön leuchtendes Rouge für einen rosigen Jingle Glow. Ich mache es auch gleich mal mit Sterne. Also es ist echt mega schön. Oh mein Gott. Gefällt mir mega gut. Mega gut. So, machen wir das hier wieder rein. Kommt weg. So, als nächstes mache ich den Mary Spice Mess. Sind lauter Gewürze drinnen, wie einige sicher schon wissen. Und hier habe ich die Nummer 1. Was habe ich hier drinnen? Ein Tomatensalz. Bei der Nummer 1. Habe ich aber schon, aber kommt einfach in mein Backup. Aber es sind viele tolle Gewürze noch drinnen, die was ich sicher noch nicht kenne. Als nächstes mache ich meinen Balea Adventskalender auf. Der ist so schön vom Packaging und eine riesen Nummer 1. We are all like a snowflake, all different in our own beautiful way. Steht auf dem Kläppchen außen drauf. Und hier haben wir eine Body Lotion Magic is in the Air mit Vanille Nelken Latte Duft. Riecht gar nicht so schlecht, aber ich muss erst meine Handcreme aufbrauchen und die sieht so aus. Ist aber ein total süßes Packaging und gefällt mir sehr. Was als nächstes? Als nächstes mache ich den, der war Center Who, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau die Firma, war das Hello Body oder so. Und schauen wir mal, was in der Nummer 1 drin ist. Und zwar, ja, Hello Body Adventskalender, Coco Day Detox Daily Face Cream. Also eine Tagescreme, steht da noch drauf, Feuchtigkeitscreme fürs Gesicht und Süßmandel und Kokosöl für einen strahlend gesunde und weiche Haut den ganzen Tag. Wird auf alle Fälle ausgetestet. So, dann haben wir noch, diesen hier. Der war von Zalando, genau. Und der hat auch einen wiederverwendbaren, da habe ich hier so Schubladen. Und mach gleich mal die Nummer 1 auf. Alles schön verpackt. Eine Mini-Verpackung. Oh, wollte ich eh schon mal ausprobieren. Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base. Eine Gesichtscreme mit Vitaminen ist das. Schauen wir mal rein. Nicht, dass ich gleich wieder alles zerstöre. Kommt in einen Plastiktiegel, würde ich sagen. Und sieht so aus. Cool. Da freue ich mich.
Der nächste Adventskalender, finde ich ja, ist der schönste überhaupt. Der Glossy Box Surprise Me Adventskalender. Und da freue ich mich riesig drauf. Der kommt auch mit Schubladen. Ach, ich stelle ihn mal hierher. Mit Schubladen kommt der und ich mache mal die erste Schublade auf. Und ganz groß steht schon One drauf. Da bin ich schon mal sehr gespannt. Sieht mega groß aus. Schau mal, ob auch sowas Großes drin ist. Ne? Na, ist mehr Verpackungsmaterial als Inhalt. Aber... So, ich mache das dann auch hier gleich wieder rein. Ja, das ist einfach so. So, und hier habe ich einen Depore Professional Super Setter Long Lasting Make-up Setting. Ein Setting Spray ist das. Der kommt bei mir ins Backup, weil da habe ich natürlich schon einen in der Anwendung. So, und jetzt machen wir ja den Amazon. Ich komme hier ein bisschen in Platzprobleme. Also der ist auch wunderschön mit einer Schleife, die was man öffnen kann. Und dann kann man eben ihn öffnen, wenn nicht gleich alles hinausfällt. Also vorsichtig öffnen. Am besten. Hopsi. Da ist schon was rausgefallen. Nummer 21. So weit sind wir noch nicht. Wir sind bei One. So. Wo macht man das auf? Hier auf der Seite. Glaube ich. Will ja nichts zerstören, weil vielleicht tue ich ihn weiterverwenden. So. Oh mein Gott. Unglaublich. In der Nummer 1 ist von Dr. Barbour die extrem teure Marke einfach Lifting Cellular Collagen Booster Cream drinnen. Ist aber noch komplett verschweißt, sind 20 Milliliter und sieht so hier aus. Lasse ich jetzt aber auch verschweißt. Aber das werde ich definitiv austesten, weil Barbour ist so eine tolle Marke, habe ich schon von so vielen gehört. Und da freue ich mich mega, dass das bei mir jetzt drinnen ist. So, vorsichtig wieder schließen. Sonst fällt alles entgegen. Und jetzt haben wir eigentlich schon den letzten. Und für den letzten hab ich mir natürlich bis zum Schluss aufgehoben, dekorative Kosmetik von MAC Cosmetics. Hatte ich auch noch nie, aber habe ich auch schon so viel Positives gehört, deswegen musste ich mir den kaufen. Den gab es ja in einer Aktion statt um 300 Euro um 135, glaube ich. Und da habe ich dann zugeschlagen. So, und hier haben wir auch die Nummer 1. So schaut die Verpackung aus. Ist in einem Seidenpapier drinnen. Finde ich mega cool eingepackt. Ah, und was haben wir hier? Einen Powder Kiss Liquid Lip Color. In der Farbe Mull It Over 989 und sieht so hier aus. Ein wunderschönes Altrosa, würde ich sagen. Und ja, das war's jetzt einmal für mich vom 1. Dezember. Ich melde mich morgen wieder und mal schauen, was morgen in meinen 10 Adventskalender drinnen ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und alles Gute. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Tschüss!